Der Sibayak ist vielleicht nicht der fotogenste der indonesischen Vulkane, aber er hat es in sich. In seinem Krater in über 2000 Metern Höhe zischt und dampft Schwefelgas und heißer Wasserdampf. Und gleich nebenan in den Wolken schon der nächste Vulkan. Wir sind unterwegs im Dschungel am Sibayak mit einer Truppe von jungen Geologen. Sie suchen nach heißen Quellen geothermaler Energie. Angestellte einer großen indonesischen Energiefirma. Nicht jede Quelle, die kochend sprudelt, eignet sich zur Ausbeutung und Energiegewinnung. Die Exploration von Heißwasserreservoirs der Erde ist ein unendlich langwieriges Unterfangen. Sabto Triango, der Chef der Truppe, ist 27 Jahre alt. Es kann 3 Jahre dauern, hat er uns gesagt, bis man an einem Vulkan die richtigen Stellen für eine Bohrung findet. Hier testen wir, sagt er, wie groß das Reservoir in der Tiefe ist, wie viel Megawatt zu holen sind, 10, 20 oder 50. Wasserdampf und Gase werden in eine Flasche mit Reagenzflüssigkeit geleitet. Die Proben kommen später ins Labor. Manche Quellen sind vollkommen ungeeignet für die Ausbeutung, manche wegen giftiger Gase einfach zu gefährlich. Seit einigen Jahren setzt Indonesien verstärkt auf die Ausbeutung geothermaler Energie. Seine brodelnden Vulkane bieten die beste Voraussetzung dafür. 40% aller geothermalen Vorräte der Welt liegen in Indonesien, sagt er. Ein großes Potenzial. Unsere Reise beginnt, wo der Pfeffer wächst. Im Süden der Insel Sumatra, bei der Stadt Ulubelu, liegt ein großes geothermales Feld, das derzeit durch Bohrungen erschlossen wird. Die Straße zu den Bohrtürmen ist eine einzige Schlaglochpiste. Zwischen den Kaffeeplantagen halbfertige Starkstrommasten. Sie sollen bald die aus geothermaler Energie gewonnene Elektrizität in die Ballungsgebiete leiten. Am Vulkan Rindingan steigt Dampf auf, dort wird gebohrt und ein Kraftwerk gebaut. Die Bohrtürme sind die gleichen, die auf Ölfeldern eingesetzt werden. Die in Indonesien operierenden Energiekonzerne sind vor allem an Öl und Gas interessiert, weil man das exportieren und auf dem Weltmarkt daran verdienen kann. Heißer Dampf lässt sich nicht weit transportieren, die Nutzung geothermaler Energie steht noch ganz am Anfang. Der Ingenieur Hendrik Sinaga ist 25 Jahre alt. Er weiß, dass Indonesien nur zu 5% seinen Energiebedarf aus Erdwärme deckt. Das Ulubelu-Feld soll einmal 220 Megawatt Strom liefern. Ein großes Kernkraftwerk produziert ein Vielfaches davon. Der Reporter provoziert, warum nicht besser Atomstrom? Nach Fukushima in Japan haben auch Indonesien die Menschen Angst vor Kernenergie, sagt er. Geothermale Energie ist sicher und sauber. Source-nya apa sih yang memungkinkan di saat minyak dan batu bara itu tidak mencukupi. Einen bis anderthalb Kilometer tief liegen die Heißwasserreservoirs auf der kochenden Magma. Sie liefern heißen Dampf für rund 30 Jahre, dann muss neu gebohrt werden. Auf 27.000 Megawatt wird Indonesiens Potenzial an Erdwärmeenergie geschätzt. Das entspricht der Leistung von 20 großen Kernreaktoren. Zurzeit aber werden gerade 1100 Megawatt damit produziert. Und solche Bohrungen sind nicht unumstritten. Sie findet man in den Wäldern des Berglands, oft auch in Naturschutzgebieten, sagen Kritiker und beklagen Zerstörung von Urwald. Aber wir brauchen nur wenig Land. Unsere Vulkane bringen uns Energie. Wenn sie ausbrechen, ist das allerdings nicht von Vorteil für die Menschen. Zwischen Reisfeldern und Kaffeeplantagen liegen die kleinen Dörfer bei Ulubelu. Eine eher arme Gegend, die Häuser haben Strom, aber der fällt häufig aus. Kaffee wird zum Trocknen ausgebreitet. Noch ist der Energiebedarf Indonesiens bescheiden, aber er wächst und das Land hat 250 Millionen Einwohner. Zufällig kommen wir an einer Hochzeitsgesellschaft vorüber. Das Brautpaar sitzt herausgeputzt und steif da. So ist das hier der Brauch. Wir wollen wissen, was halten die Leute in den Dörfern bei Ulubelu von den Aktivitäten der Firma Pertamina.
Wir finden das gut, sagt der Dorfbewohner. Sie haben eine Straße für uns gebaut, das Dorf wächst, es geht uns besser. Über die von den Schwerlastern der Energiefirma zerbröselte Straße fahren wir weiter. Zwischenstation auf dem Weg nach Norden, der Toba-See. Der Toba ist nichts anderes als ein riesiger Vulkankrater. Der Bodensee hätte dreimal in ihm Platz. Nach dem Ausbruch vor rund 70.000 Jahren lag selbst in Indien die Vulkanasche noch Meter tief. Auf der ganzen Welt herrschte ein Winter. Es war die größte Eruption der Erdgeschichte. Zurück am Sibajak. Hier arbeitet ein Dampfkraftwerk, Leistung 10 Megawatt. Ein Kohlekraftwerk etwa produziert 1000 Megawatt. Das ist das Problem vieler geothermaler Projekte. Sie liefern nur kleine Leistung. Aber Dampf ist billiger als Öl und Gas, sagt der Geologe, weniger Unterhaltskosten. Auf lange Sicht mag das stimmen. Zurzeit aber braucht geothermale Energie noch staatliche Subventionen. Auch in den USA, dem größten Nutzer von Erdwärme. Unsere Truppe von Suchern nach geeigneten Quellen ist inzwischen weiter den Vulkan hinaufgeklettert. Die jungen Männer wirken motiviert und enthusiastisch. Saubere Energie aus dem heimischen Boden, dafür sind sie alle. Und Spaß haben sie auch. Wir sind Bergsteiger, sagt Sabto Triango. Hier kann ich mein Hobby mit dem Beruf verbinden. Indonesiens Präsident Yudhoyono gehört zu den eifrigsten Verfechtern der Nutzung geothermaler Energie. Bis 2014 will er deren Nutzung vervierfachen, auch um Indonesiens Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Und dampft Schwefelgas und heißer Wasserdampf. Und gleich nebenan in den Wolken schon der nächste Vulkan. Wir sind unterwegs im Dschungel am Sibajak mit einer Truppe von jungen Geologen. Sie suchen nach heißen Quellen geothermaler Energie. Angestellte einer großen indonesischen Energiefirma. Nicht jede Quelle, die kochend sprudelt, eignet sich zur Ausbeutung und Energiegewinnung. Die Exploration von Heißwasserreservoirs der Erde ist ein unendlich langwieriges Unterfangen. Sabto Triango, der Chef der Truppe, ist 27 Jahre alt. Es kann 3 Jahre dauern, hat er uns gesagt, bis man an einem Vulkan die richtigen Stellen für eine Bohrung findet. Hier testen wir, sagt er, wie groß das Reservoir in der Tiefe ist, wie viel Megawatt zu holen sind, 10, 20 oder 50. Wasserdampf und Gase werden in eine Flasche mit Reagenzflüssigkeit geleitet. Die Proben kommen später ins Labor. Manche Quellen sind vollkommen ungeeignet für die Ausbeutung, manche wegen giftiger Gase einfach zu gefährlich. Seit einigen Jahren setzt Indonesien verstärkt auf die Ausbeutung geothermaler Energie. Seine brodelnden Vulkane bieten die beste Voraussetzung dafür. 40% aller geothermalen Vorräte der Welt liegen in Indonesien, sagt er. Ein großes Potenzial. Unsere Reise beginnt, wo der Pfeffer wächst. Im Süden der Insel Sumatra, bei der Stadt Ulubelu, liegt ein großes geothermales Feld, das derzeit durch Bohrungen erschlossen wird. Die Straße zu den Bohrtürmen ist eine einzige Schlaglochpiste. Zwischen den Kaffeeplantagen halbfertige Starkstrommasten. Sie sollen bald die aus geothermaler Energie gewonnene Elektrizität in die Ballungsgebiete leiten. Am Vulkan Rindingan steigt Dampf auf, dort wird gebohrt und ein Kraftwerk gebaut. Die Bohrtürme sind die gleichen, die auf Ölfeldern eingesetzt werden. Die in Indonesien operierenden Energiekonzerne sind vor allem an Öl und Gas interessiert, weil man das exportieren und auf dem Weltmarkt daran verdienen kann. Heißer Dampf lässt sich nicht weit transportieren, die Nutzung geothermaler Energie steht noch ganz am Anfang. Der Ingenieur Hendrik Sinaga ist 25 Jahre alt. Er weiß, dass Indonesien nur zu 5% seinen Energiebedarf aus Erdwärme deckt. Das Ulubelu-Feld soll einmal 220 Megawatt Strom liefern. Ein großes Kernkraftwerk produziert ein Vielfaches davon. Der Reporter provoziert, warum nicht besser Atomstrom? Nach Fukushima in Japan haben auch Indonesien dementiert.
weil man das exportieren und auf dem Weltmarkt daran verdienen kann. Heißer Dampf lässt sich nicht weit transportieren. Die Nutzung geothermaler Energie steht noch ganz am Anfang. Der Ingenieur Hendrik Sinaga ist 25 Jahre alt. Er weiß, dass Indonesien nur zu 5% seinen Energiebedarf aus Erdwärme deckt. Das Ulubelo-Feld soll einmal 220 Megawatt Strom liefern. Ein großes Kernkraftwerk produziert ein Vielfaches davon. Der Reporter provoziert, warum nicht besser Atomstrom? Nach Fukushima in Japan haben auch Indonesien die Menschen Angst vor Kernenergie, sagt er. Geothermale Energie ist sicher und sauber. Sourcenya apa sih yang memungkinkan di saat minyak dan batu bara itu tidak mencukupi. Einen bis anderthalb Kilometer tief liegen die Heißwasserreservoirs auf der kochenden Magma. Sie liefern heißen Dampf für rund 30 Jahre, dann muss neu gebohrt werden. Auf 27.000 Megawatt wird Indonesiens Potenzial an Erdwärmeenergie geschätzt. Das entspricht der Leistung von 20 großen Kernreaktoren. Zurzeit aber werden gerade 1100 Megawatt damit produziert. Und solche Bohrungen sind nicht unumstritten. Sie findet man in den Wäldern des Berglands, oft auch in Naturschutzgebieten, sagen Kritiker und beklagen Zerstörung von Urwald. Aber wir brauchen nur wenig Land. Unsere Vulkane bringen uns Energie. Wenn sie ausbrechen, ist das allerdings nicht von Vorteil für die Menschen. Zwischen Reisfeldern und Kaffeeplantagen liegen die kleinen Dörfer bei Ulubelo. Eine eher arme Gegend, die Häuser haben Strom, aber der fällt häufig aus. Kaffee wird zum Trocknen ausgebreitet. Noch ist der Energiebedarf Indonesiens bescheiden, aber er wächst und das Land hat 250 Millionen Einwohner. Zufällig kommen wir an einer Hochzeitsgesellschaft vorüber. Das Brautpaar sitzt herausgeputzt und steif da. So ist das hier der Brauch. Wir wollen wissen, was halten die Leute in den Dörfern bei Ulubelo von den Aktivitäten der Firma Pertamina. Wir finden das gut, sagt der Dorfbewohner. Sie haben eine Straße für uns gebaut, das Dorf wächst, es geht uns besser. Über die von den Schwerlastern der Energiefirma zerbröselte Straße fahren wir weiter. Zwischenstation auf dem Weg nach Norden, der Toba-See. Der Toba ist nichts anderes als ein riesiger Vulkankrater. Der Bodensee hätte dreimal in ihm Platz. Nach dem Ausbruch vor rund 70.000 Jahren lag selbst in Indien die Vulkanasche noch Meter tief. Auf der ganzen Welt herrschte ein Winter. Es war die größte Eruption der Erdgeschichte.